Thank you.
Thank you.
Ich hab mich verletzt. Zeig mal her. Wie ist denn das passiert? Ich bin auf den Rechen gestanden hier im Schuppen. Was hat der denn in meinem Schuppen verloren? Der stand auf, mein Dann Hans. Tut mir leid. Wir wollten ihn nicht schnüffeln. Wir waren nur auf der Suche und dann haben wir dieses seltsame Haus gefunden. Haben Sie diese ganzen Lebkuchen gemacht? Das muss genäht werden. Haben Sie ein Telefon oder sowas? Ich habe kein Telefon hier draußen. Was meint ihr denn, wo ihr seid? Und, als die Alte die Tür aufmacht, kommt ein schwarzer Kater raus und guckt die beiden misstrauisch an. Und sie marschieren dann rein. Setzt euch doch auf die Bank. Wollt ihr einen Tee? Ich habe auch Gebäck. Ich habe wieder frisch gebacken. Um das Häuschen wieder schön zu machen. Und Hans meinte, ja, ich würde schon ein Stückchen von diesem Lebkuchen probieren. Naja, ich nehme auch ein Stückchen. Ein Tee wäre mir auch recht, sagt sie dann und hält aber immer noch ihren Kopf. Ach, geht nur. Wenn es euch hier nicht gefällt. Verschwindet. Los, macht, dass ihr wegkommt. Kann euch eh nicht leiden. Was? Und Hans und Margarete stehen dann verstört auf und laufen zur Tür. Da hält sich die Margarete am Türrahmen fest. Ich glaube, ich habe irgendwie Kopfweh. Der Schlag auf den Kopf muss doch irgendwie. Und dann sagt sie einfach zusammen und Hans steht neben mir. Was ist denn los mit dir? Margarete, schnell. Haben Sie etwas Wasser? Ach, das wird schon wieder. Mach dir keine Sorge, mein Junge. Und er guckt die Alte an und plötzlich verdreht sich alles und verzerrt sich alles. Und er fällt. Halt endlich das dummes Maul. Sonst stopfe ich es dir. Ich möchte jetzt schlafen. Was haben Sie mit Margarete gemacht? Was haben Sie gemacht? Wieso haben Sie mich eingesperrt? Und dann poltert sie hysterisch rum. Und die Alte guckt in seine Richtung und dreht sich um und meint, wenn du nicht sofort dein Maul hältst, dann stopfe ich es dir. Sie können mir gar nichts verbieten. Lassen Sie mich hier aus dem Käfig. Sie alte Schlampe, lassen Sie mich raus. Und sie verschwindet wieder. Ja, lassen Sie mich endlich raus. Sind Sie endlich zur Vernunft gekommen?
Und sie kommt und so, jetzt reicht's, ich werde dir deinen Maul stopfen. Dann hast du einen Grund zu schreien. Und als sie näher kommt, sieht er, dass sie den Teekessel in der Hand hat. Und er kriegt das ganze heiße Wasser auf den Körper und brüllt und und dreht und windet sich. Und jetzt halt die Fresse, sonst kriegst du noch eine Ladung. Hänsel! Die alte Lied. Schon ein Stückchen von diesem Lebkuchen probieren.
Das kleine Kind hat sich verlaufen. Es ist allein. Es folgt dem Weg. Langsam. Schnecke. Oh, wie bunt sie ist. In der Tat, du dummes Gehör. Das Kind versucht über die Schnecke zu steigen, bleibt aber daran kleben. Die Schnecke zieht das kleine Kind vom Weg ab. In der Ferne erscheint die Mutter auf dem Weg. Sie sucht ihr Kind, sieht aber zuerst die Schnecke. Mutter und das kleine Kind starren sich an. Dann stimmt die Mutter los. Das Kind wird weiterhin von der Schnecke vom Weg gezerrt. Erst schleim ich dich, dann ziehe ich dich. Fress ich dich. Die Mutter erreicht glücklich ihr Kind und zertritt die Schnecke.
angreifen. Bye.